Mal gucken, was oder wer uns wieder abhält, weiterzukommen. Zielst du? Nee, ist ja kein Fall gespannt. Wie sie sich bewegt. Aber, oh. Erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 5. Das war ein fucking Spaziergang. Wir fahren jetzt aber. Na, die wilden Tiere lassen sie eh in Ruhe. Da kann viel Fraß kommen, wie er will. Und unten bei der Straße hieß es dann rechts. Können wir jetzt schon rechts fahren? Au. Hilft mir, Bär? Willst du nicht mal sterben? Bestimmt Munition. Blöder Kreuzträger. Sag Bescheid, wenn du was findest. Pistolen 5, Gewehr 12, 12 Gehäuse. Du fährst wie mein besoffener Alter und das ist ein Kompliment. Oh, das ist gut. Du entkommst mir nicht. Krank. Also schön, dass Jess immer noch neue Kommentare drauf hat. Ich brauche Munition. Ich jetzt zum Händler gehe. Ist bestimmt Zeitverschwendung. Nein, einsammeln nie. Oh Gott, das Autochen. Oh, nicht schießen. Oh, ich habe nämlich schon die linke Maustaste gedrückt. Wobei, was mache ich denn jetzt das Ding ganz? Ich habe doch... Das ist zwar ein Sektenauto, aber ich habe doch jetzt hier was. Kann man mit dir noch reden? Entschuldigung. Ah, oh, was drücke ich denn auf einmal immer F beim Reden wollen? Entschuldigung. Ma'am? Ja. Ich habe die Sekte in Nolans altem Fleischshop Drogen kochen gesehen. Als wäre das nicht schon genug, erledigen ihre hirnlosen Angels auch noch die Hälfte der Arbeit. Nolans Fleischshop. Fleisch? Fliegen? Fliegenfleisch. Ich bete für dich. Ah, das wird irgendwie zum Running Gag. Dieses ungewollte, ich drück mal F beim mit den Leuten reden. Ich find's lustig. Echt schade, dass die tollen Musikstücke nicht mehr vorkommen. Wenn dann eben in der blöden Form. Bis wohin fahren wir denn eigentlich genau? Wir können schon... Nee, noch nicht hoch. Die nächste dann hoch. Weiter so. Vorne gibt's die nächste Ablenkung. Lebt immer noch. Jess macht doch auch was. Am Hinterkopf von Jess vorbei. Sie wird sich freuen. Aber sie nimmt es ganz locker. Was haben wir denn da für ein Bild hängen? Immerhin einen erwischt. Wo folgt ihr uns jetzt? Ne, oder? Habe ich jetzt schon die Auffahrt verpasst? Nein, die kommt hier. Und dann wieder rechts halten oben. Die versuchen es weiter. Ich knall sie weiter an. Gute Einstellung, Mädchen. Wer sagt hier aufpassen? Hat gerade jemand aufpassen gerufen, geschrien. Ich hoffe, wir bekommen jetzt gleich keinen Mörser ab. Oh, ein Heli kommt. Hab ich euch, aussteigen! Ja. Das habe ich dann auch leider zu spät gesehen, aber ich wollte nicht mehr abbremsen, hätte eh nichts gebracht. Oh Mann. Hindern.
Oh, ein Flammenwerfermann ist zu hören. Dann sind wir im Feindgebiet, oder? Hm. Kann ich da nochmal kurz was zu lesen? Gab's überhaupt schon was? Trinkwasser, falscher Prophet, das ist die Statue. Ich darf hier nicht zu lange sein, ansonsten kriege ich wieder FPS-Einbuße. Holland, Holland, Ruf der Wildnis. Disc Jockey. Ich höre nochmal kurz zu, was er sagt. Ahoi, hier ist Sharky. Wir veranstalten ein Überraschungsgrillfest für hirntote Kultisten im Trailerpark. Ja, die Peggys wollen das nicht. Deswegen grillen sie jetzt hier alle anderen. Ist sogar Munition. Nee, das ist wirklich einer von den Guten. Ich hätte jetzt beinahe auf ihn geschossen, aber hab nochmal kurz nachgedacht. Kann nicht schaden, sowas zu machen. Dieses Nachdenken. Wie läuft's denn so, Kleine? Nenn uns nicht Kleine, du. Möchte gern heißer Typ. Ich bin Charlemagne Victor Beauchamp. Wenn du im Alltag nicht so viel Zeit hast, nenn mich einfach Sharky. Willkommen im Disco Inferno. Mein besonderes Plätzchen, wo ich fern meines Bewährungshelfers oder anderen Zeugen oder Gesetzeshütern wie dir mal ich selbst sein kann. Hier kann ich meinem Drang nach Feuer und Chaos freien Lauf lassen. In einer sicheren Umgebung, ohne Hose und ohne Konsequenzen. Ja, jetzt habe ich eine Hose an. Aber wer weiß, ob das in einer halben oder dreiviertel Stunde auch noch so ist. Ich habe hier ein zuckersüßes Soundsystem, das 110 Dezibel der heißesten Musik rauspustet, die es je gab. Jedes Mal, wenn ich die Anlage aufdrehe, kommen diese scheiß Sekten-Angels angerannt. Ich weiß nicht, ob sie es lieben oder hassen, aber es macht auf jeden Fall Bock, sie einzuschmelzen. Und keine Sorge, diese Angels sind sowieso hirntot. Ich gebe ihnen nur ein Halleluja mit auf den Weg in den Disco-Himmel. Willst du mir helfen? Macht echt Spaß, ich sag's dir. Ich verrate es auch keinem und wir müssen auch nicht unbedingt eine Hose anhaben. Ich sorge für Musik und den Flammenwerfer, um sie tanzen zu lassen. Du bringst dann... was auch immer du parat hast. Lass die Party beginnen. Brenn, Baby, brenn. Ich burn, Baby, burn. So viele wie möglich. Ich hätte gern Flammenwerfer. Das ist ja cool. Ich gucke halt etwas nach Waffenmunition. Das war Jess. Gesicht. Oh! Burn, Baby, burn, kommt da glaube ich aus der Anlage. Aber der Soundcheck, den kennt man anderweitig. Sag mal. So viele wie möglich, eine Zeit gibt's aber nicht. Das ist cool. Voll auf dem Kopf. Aber lass die Hose dabei an. Ja, Mann, du musst deine Erfolge auch richtig würdigen, weißt du? Du kannst dich nicht ständig mit all den anderen vergleichen. Du musst einfach du selbst bleiben. Ich bin nicht. Was denn? Oh, Scheiße! Der steht gar nicht direkt am. Der steht gar nicht direkt am Mikrofon. Seite. Kommen jetzt zu viele oder glühen die gleich hoch? Jess, du wurdest getroffen, oder? Jess, da oben ist jemand, guck mal. Ganz breiter.
Ah. Hat aber keine Lebensanzeige. Ah, schnauft jemand. Toll. Bleib doch am Leben, du hast doch Flammen. Liegt da kein Flammen mehr vor rum? Ich wollte mir jetzt mal einen nehmen. Oh, jetzt kommt die auch noch. Oh, zu weit. Na, trifft schon jemanden. Oh Gott, jetzt bin ich gleich weg. Ah, ich habe kein Medkit mehr. Kacke. Ja, hätte ich mal bei Five nicht so viel ausgegeben. Gott, sind das viele Schotten auf den Kompassstreifen. Nee, ich kann auch nicht vor. Ich muss erstmal heilen, aber ich muss auch irgendwie was machen, meine ich. Ah, ich kann mich ja nicht heilen, ich muss hier weg. Kacke, ey. Jess Black ist weg. Mist. Geht nicht. Kacke, wir haben es übertrieben. Ich versteck mich jetzt hier. Oh, einige hier, ja, viel zu viele. Lautsprecher überhitzt. Britzelt rum. Nein, ah, zu spät überlegt. Scheiße, ich habe schon losgelassen, habe nicht mehr geschafft, mich rechtzeitig wegzudrehen. Einschlagen, wir sind weg. Ich muss abhauen. Zweikampf geht schief. Ah, blöde Blümchen. Hoffentlich kommt jetzt keiner an. Ihr seid ja frisch gespawnt hier. Das muss ich einfach sehen. Ah, das wird nix. Ich muss einfach mal ausmachen hier. Kaufen? Ja, gerne, aber... Oh, Geschütz steht hier. Musik kommt von hier hinten. Da. Hör auf. Wir brauchen Scheiß. Oh Mann, sind das viele. Liegt hier irgendwo Munition rum? Das war bloß ein Stein. Ist leider auch kein Flammenwerfer. Sechzehn Schuss nur noch. Mist. Mach die weg. Au. Oh, waren wir das? Nee, oder? Das liegt hier einfach so rum. Weil es einfach passend zur Mission ist. Sowas können wir nicht machen. Mann, ich wollte den platt klöppeln. Ich komme ja nicht hoch. Mann. Der bekommt den aber auch nicht platt. Ach, hier ist Stacheldraht. So, gesichert. Was? Was ist denn jetzt mit deiner Anlage? Geil! Wenn nur alle Cops so cool wären wie du. Was soll ich sagen? Ehrlich, wir beide, das ist pure Chemie. Ah, hier lag er. Hä, das Team. Alles klar, mach dein Ding. Ruf mich, wenn du dich das nächste Mal mit den Angels anlegst. Der liegt doch erst da, seitdem wir das hier geschafft haben. Wie der abgeht. Können wir auch machen, wir bewegen uns nämlich ganz langsam. Was von verdreht. Medkit? Nein! Wenn ich für jeden Cent bekommen hätte, den Sharky Bowshaw je verbockt hat, wäre ich schon ein verdammter Millionär. Er ist trotzdem eine Kämpfernatur und scheißt auf Eden's Gate. Man muss halt nehmen, wen man kriegt, was? Ich will Jazz zurück. Geht leider nicht. Wie lange macht Jess noch Pause?
gar nicht mehr. Die verkürzte Zeit, die wir uns ervorteilt haben, ist schon abgelaufen. Oh nein. Ich habe mich wieder mal festgefangen. Was ist denn da noch alles drin? Oh Gott. Hallo. Scheiße, was ist jetzt wieder los? Ich hänge irgendwo, wo eigentlich gar nichts ist. Jess, geh mal weg, ich muss mich freisprengen. Hat schon mal geklappt. Nein! Mist. Darf ich jetzt? Ja. Komischerweise funktioniert das mit der Granate. Jetzt schon zum zweiten Mal. Aber ich sag's ja, oh. Für den Fall der Fälle immer eine Granate in der Hosentasche haben. Nein, Erste Hilfe werde ich nicht verwenden. So, hier konnte ich kaufen. Autos, oder? Am Mann. Munition geht auch, oder? Beute, Gegenstände, Munition. So, wieder gerüstet. Für neue Schandtaten. Festival. Nun gut. Gefängnis von Hope County. Da ist noch was. Der Earl hat noch was. Für uns. Der Mützenmann, der Cowboy-Hutmann. Hinten wäre ein Prepper versteckt, aber auch eins. Zip Kupka, wer war das nochmal? Also der Name ist nicht neu. Ich würde sagen, wir gehen zum Außenposten. Lorna's Truck Shop. Und dann gehen wir mal zum Prepper-Versteck. Vorteilspunkte. Wo muss ich jetzt genau lang? Ich habe bloß markiert, ich Depp. Also, Straße runter. Wobei, es liegt so nah. Hier unten ist ja auch noch was. Der Klatsch, aber hier ein Außenposten. Gefängnis von Hope County. Einfach runter. Halb links halten, dann kommen wir einfach da an, wo wir ankommen wollen. Noch ein anderes Auto. Mal gucken, wie weit wir fliegen können. Wir hätten Wingsuit sofort auspacken sollen. Das war Quark. Das war Quark. Scheiße, ey. Jess, mitkommen. Was ist denn hier los? Wildes Tier. Jess, wir brauchen dich. Das wilde Tier greift uns an. Wer bist du denn? Sie haben's mal beim das alte King's Hot Springs Hotel wäre eine super Operationsbasis. Es lässt sich leicht verteidigen und man hat freien Blick in alle Richtungen. Der einzige Nachteil ist, dass es da höllisch spukt. Oh, King's Hot Springs Hotel. Was machst du denn? Danke für die Sache im Gefängnis. Die Sekte lässt die Angels auf den Blissfeldern arbeiten, weil sie sich nicht über körperliche Arbeit beschweren. Und die Chemikalienfässer sind wohl auch nicht ungefährlich. Da setzt man lieber das Leben der Angels aufs Spiel. Sieht auch den Beat drauf. Liegt war ein Faith. Nein, ich mache jetzt erstmal anderen Kram. Ah, hier sind wieder die Blümchen. Wenn du den Peggys ein Dorn im Auge bist, dann töten sie dich nicht einfach. Sie verbrennen dich wie eine Hexe. Das wär's, wenn der sich jetzt verwandeln würde. Was? Wir sind jetzt schon wieder tot. Da kommen wir nicht rechtzeitig an. Schwimmt wer im Wasser? Ah, hat sich erledigt. Nicht extra hervorgehoben. Jawoll. Wieder niemanden retten können. Wir müssen jetzt einfach halb rechts, einfach Richtung Süden. Was ist ja auch Bliss. Blöde Idee. Ich
Wollte jetzt uns wieder reinwaschen, aber nein, reinwaschen, passt ja wunderbar. Oh Gott, die Strömung ist stark. Wer hätte das gedacht, so wie das hier fließt? Na, wer kommt an? Jess schafft's sowieso. Spitzenschwimmerin. Und in der nächsten Folge hören wir mal, was Earl hat. Und bis dahin, macht's gut. Und tschüss.